Bitte schön, die Herrschaften. Einen wunderschönen guten Tag wünsche ich erstmal. Bevor ich mich zu diesem Objekt hier äußere, möchte ich erstmal eine Vorstellungsrunde eröffnen. Kolmar Schulte-Golz. Und wie darf ich euch vorstellen? Merlinde. Und Paul. Merlinde und Paul, bevor wir jetzt hier drauf genau eingehen, ganz kurz, wo habt ihr dieses Objekt her? Also das ist Galina Mezentseva, früher prima Ballerina des Kirov Balletts in St. Petersburg. Und Luigi Colani hat diese Skulptur gemacht. Und Luigi Colani wurde von meiner früheren Firma engagiert. Das war ein Gardinenhersteller. Und als zuständiger Abteilungsleiter war ich ihm zugestellt, sozusagen, um ihm behilflich zu sein, um die Materialien zu beschaffen und so weiter und so weiter. Daraus ergab sich dann noch ein privater Kontakt. Er war bei uns im Hause zu Gast. Und am letzten Abend sagt er mir, ich möchte Ihrer Frau gerne etwas schenken und ich weiß auch schon was. Und als wir dann in Harkotten waren, dann hat er mir die Figur mitgegeben. Das Schöne ist, was jetzt passiert, Sie sind nicht nur die Provenienz für das Stück, sondern auch die Quelle. Und das hat man ganz selten, dass man als Kunsthistoriker mit einem Objekt dann noch mit der Quelle gleichzeitig zu tun hat. Meistens sind die Quellen schon alle versiegt und das ist das Schöne, man muss über die Dinge sprechen. Ja, hier muss man wirklich viel drüber sprechen. Ne? Ja, also mit Luigi Colani verbinden wir vor allen Dingen rundliches Design, wir verbinden Ergonomie mit dem Colani, eigentlich immer etwas Futuristisches. Dabei gilt natürlich zu beachten, dass dieser Luigi Colani mit dem schönen italienischen Namen, gebürtig aus Berlin, eigentlich ein Bildhauer sein wollte. Jedenfalls hat er ein Studium der Bildhauerei zuerst gemacht. Mhm. Und dann hat er sich mit dem Produktdesign beschäftigt, mit allen möglichen Formen von Ergonomie, von Aerodynamik. Und er hat das auch in Paris studiert, also Aerodynamik für den Flugzeugbau. Er hat sowohl Flugzeuge, Automobile, eigentlich alles entworfen, was irgendwie in Bewegung gesetzt werden kann. Insgesamt sagt man, um die 4000 Objekte hat Luigi Colani ungefähr entworfen. Und in dieser Zeit, als er im Schloss Harkorten gearbeitet hat, scheint er wieder auch Zugang zur eigenen Ursprungsmaterie gefunden zu haben. Und dieses Objekt, was wir hier vor uns haben, das hat wieder ganz viel eigentlich mit der Colani-Welt zu tun, denn es ist ein merkwürdiges Material. Das ist kein Gips, das ist kein Ton, das ist keine Bronze, obwohl das Objekt später in Serie in Bronze gefertigt wurde. Auf 499 Exemplare limitiert kann man eine Bronze von Colani mit dieser Prima Ballerina bis heute kaufen. Kostet über 3000 Euro, ist verkleinert. Ist das hier ein großes, ungewöhnliches Stück? Und dieses Material ist offensichtlich ein Kunstmaterial, es ist Resin. Also ein Kunststoffguss. Und das Ganze steht dementsprechend auch nicht auf einer Platte, die einfach lackiertes Holz wäre. Es wäre zu einfach. Das hier ist MDF, mitteldichte Faserplatte. Also es sind alles Materialien, die man im Modellbau verwendet, die man in Werkstätten verwendet, um daraus was Neues zu machen oder auch prototypisch zu arbeiten. Dieses Objekt hier vor uns zeigt also eine prima Ballerina, die sich sehr grazil bewegt auf der Standfläche. Ganz in Schwarz gehalten, hebt sich das weiße Objekt sehr interessant ab. Und man sieht vor allen Dingen auch an dem Kopfputz, dass es sich offensichtlich um eine Figur handelt, die in Schwanensee ihren Ursprung hat. Also ein graziles, nicht unbedingt jedem gefallenes Objekt, was wir hier vor uns haben. Sehr besonders gemacht, aber eher so eine Art Unikat aus der Werkstatt. Leider ist es nicht signiert. Hat Ihnen das damals nicht gefehlt? Sie kriegten das schöne Geschenk. Da haben wir damals gar nicht dran gedacht. Ach, wie schade. Da fragt man ja nicht nach. Was würdet ihr denn gerne haben wollen dafür? Ja, das ist eine wirklich schwierige Frage, weil das sicherlich sehr schwer einzuschätzen ist. Colani selbst hat ihn natürlich sehr hoch eingeschätzt. Wir haben ihn mal auf der Messe getroffen. Selbstverständlich. Und dann hat er uns wiedererkannt und gefragt nach seiner Skulptur. Mhm. Sag, natürlich haben wir nur, ja, sagt er, gut drauf aufpassen. Die ist den Preis, will ich gar nicht sagen, wert. Wir wären sehr neugierig. Bitte, was hat er gesagt? Bitte erzählen Sie uns. Die ist 10.000 Mark wert. Ja, 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 nun kann man doch mal sagen. Ja. Wo liegt denn jetzt euer Wunsch dann? Ich denke, dass wir mit den zumindest einstelligen Tausender richtig liegen. Oder hoffentlich richtig liegen. Wie taxiert Colmar dieses spannende Objekt? Mit der besonderen Vorgeschichte, die durch sie kommt, bin ich hier bei 1.200 bis 1.400 Euro.
Das hört sich natürlich sehr gut an. Das würde mich freuen. Das ist etwas mehr wert, als ihr euch wünschen würdet. Und wenn ihr die Händler begeistern könnt, steht einem Verkauf nichts im Wege, ihr Lieben. Danke. Bitte schön. Da geht es rüber zum Händlerraum. Danke. Viel Glück, ihr Lieben. Vielen Dank. Auf Wiedersehen. Tschüss. Tschüss. Wow. Oh, wei, da müssen wir, das ist aber ganz vorsichtig. Oh. Ja. Ballerina. Ballerina, ja. Meine Güte, wie verbiegt die sich denn? Das ist Kunststoff. Das ist Kunststoffmasse, ja. Oder so eine Porzellanimitation. Mhm. Nee, würde ich jetzt schätzen. Kolani. Ja. Kolani? Wow. Also unser Mindestpreis war immer 1000 Euro. Es sollte sich nicht wesentlich darunter bewegen. Wobei wir da sicherlich nicht auf den Euro schauen, denn es geht uns in erster Linie darum, dass die Figur in gute Hände kommt. Was für eine bescheidene Einstellung. Doch bei einem Unikat des verstorbenen Luigi Colani kann ein Bietergefecht nicht ausgeschlossen werden, oder? Guten Tag. Guten Tag. Einen wunderschönen guten Tag. Tag. Guten Tag. Ein sehr ungewöhnliches Objekt, das Sie hier vorstellen. Für mich ist es der sterbende Schwan von Luigi Colani. Ist das ein Auflagenobjekt in hoher Stückzahl oder ist das was Seltenes? Ja, soweit ich weiß und nach Colanis eigener Aussage, ist es ein Einzelstück. Und dann muss ich fragen, wie haben Sie sie erworben, wie kamen Sie dazu? Ich hatte einen beruflichen Kontakt zu Luigi Colani und in der Zeit war er auch bei uns zu Gast, privat zu Gast. Cool. Und ich musste ihn jeden Abend nach Hause fahren, denn er hatte damals keinen Führerschein. Ja, der Maestro. Und am letzten Abend, als ich ihn nach Hause fuhr, da sagte er mir, ich möchte Ihrer Frau was schenken. Und ich weiß auch schon was. Und dann hat er mir die Figur mitgegeben. Ah, das ist natürlich super. Aha, das, die Geschichte ist spannend. Ich würde mal vorsichtig anfangen mit 400. Ich mache weiter mit 500. 550 bei mir. 600. Boah. 650, er kommt ja sozusagen bei mir um die Ecke, hat er ja gewohnt. Und ja. 700 von mir. 800. 850. 900. Also ist, 1000 Euro. Ist ja letztes Jahr, glaube ich, gestorben, ne? Ist richtig, oder ja. Was? 19, ne? 19, genau. Mit 91 Jahren. Ja. Also schönes Alter. Ja, toll, ne? Mhm. Tja. 1200 Euro. Nee, da gehe ich nicht mehr rüber. Toll. 1250. 1300. 1350. 1500. Hm, 1500 ist so eine magische Grenze, ne? Mhm. Ja, aber da, es gibt keine magischen Grenzen. 1550. Ich bin mir sicher, dass Ballettschulen gutes Geld verdienen. 1600. Und so eine Figur da auf jeden Fall auf Anklang trifft. 1800. Ich habe auch eine magische Grenze. 2000. Ist das das magische Ende? Hm. Ah. 2-1 gebe ich. Egal. Wollen wir das machen? Oder will noch jemand? Fabian? Ich glaube, das ist okay. Da. Das ist nur Spekulation. Machen wir das? Sehr gerne, natürlich. Ich glaube, das freut mich. In guten Händen in Münster. Das ist auf jeden Fall in Münster. Vielen, vielen Dank. Ja. Schön. Schön. Wir sind total begeistert, dass also fast alle Händler daran interessiert waren. Wir haben einen sehr guten Preis erzielt, den unser Sohn in China bekommen wird, das Preisgeld. Und wir sind glücklich und gehen zufrieden nach Hause. Damit ihr nicht auf Bares für Rares entzukommt, gibt es jetzt viel mehr zum Sehen auf unserem Kanal. Ihr könnt hier klicken, da klicken oder auch hier zum Abonnieren. Alles Gute, viel Spaß!